So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute regieren die Bullen fast in jedem Basiswert, angefangen vom Nikkei, Silber, Gold und natürlich ein DAX und ein Eurostox werden da natürlich nicht ausgelassen. Fangen wir zuerst beim Gold und Silber an. Hier Gold hat sich an dem Aufwärtstrend nach oben abgestoßen und es sieht jetzt definitiv gut aus für die Long-Position. Hier, aber das werde ich nachher noch auch einen extra Stream-Beitrag stellen, werde ich hier den Stopp auf 23 hochsetzen. Und dann eben hoffen, ja, dass sich hier das Richtung 13.000, 1.300 Punkte sich hinauf schwingt das Gold. Im Silber kam jetzt heute der Durchbruch auch über den Trendkanal. Da gab es leider eben nicht den Rücksetzer. Allerdings hier könnte jetzt eine dynamische Aufwärtsimpulswelle fertig sein. Diese sollte dann korrigiert werden und dann sollte es weiter nach oben gehen. Im Wochenchart sieht man jetzt hier die schöne Bodenbildung. Hier kommt er dann an die Rainbow-Oberkante hin und im Idealfall prallt er eben hier jetzt leicht ab. Kommt nochmal an das Ausbruchslevel, an die 16.115 oder 16.20 hin und dann sollte es weiter aufwärts gehen, genauso eben wie bei Gold. Bei den US-Indizes wurde ja, habe ich ja gestern schon, aber zwar noch nicht Schlusskurse gewusst, hier war nach dem Rücksetzer, der nur vorbörslich kam, aber der exakt in das Level hinlief, nach dem Wochenende, sollte es weiter aufwärts gehen. Tut es auch, der S&P, genauso wie der Nasdaq 100 Index. Hier ist eben Potenzial bis zum, oder mindestens eigentlich Potenzial, das wird auch heute an der Vorbörse, es sind ja 40 Punkte, liegen wir höher. Ja, da dürfte sogar jetzt mit einem Gap eröffnen und bei rund, ja aktuell, eben bei 4.600 Punkten starten, so wie es aussieht. Aber auch hier, wie jetzt beim S&P 500 Index, könnte sich dann hier, ja, könnten hier Gewinnmitnahmen dann folgen zwischen 2.110 und 2.115. Ein Schlusskurs über 2.116 etwa wäre ein weiteres kleines Kaufsignal oder Kurspotenzial würde dann freigesetzt bis 2140. Beim DAX kam er ja gestern sozusagen an das Kursziel hin von letzter Woche und kann jetzt heute mit einem kleinen Gap auf Xetra aufwarten und über den EMA 200 steigen. Hier liegt ein hartnäckiger Widerstand, höchstwahrscheinlich bei 10.370. Aber es darf natürlich auch jetzt höher gehen. Denn wenn man, jetzt kommt man dann zu den DAX-Setups. Zwar ist jetzt hier, läuft eigentlich vieles ja relativ wunschgemäß. Die Thyssen sollte nicht arg weit drüber hier gehen. Hier wäre jetzt auch eine Welle fertig, Rücksetzer Richtung 1940 und dann sollte es weitergehen. Linde hatte jetzt den Ausbruch oder wird heute den Ausbruch schaffen. Habe ich ja gestern eben erklärt, dass man hier
sich auf zwei Arten positionieren kann, eben direkt und auf Schlusskursbasis oder eben auch die Positionen teilen kann. Also direkter Einstieg wäre jetzt erfolgt und der zweite würde dann erfolgen, sobald es am Tagesschluss eben über 132 erfolgt. Das gleiche Spiel ist ja eben auch bei der Telekom möglich gewesen. Über 15,90 war das Kaufsignal. Und hier liegt jetzt der Markt drüber. Und ja, sieht eigentlich gut aus, obwohl jetzt hier noch bei 16,15 ein horizontaler Widerstand lauern könnte, aber der Ausbruch oder beziehungsweise die Kaufdynamik sollte hier größer sein als der Widerstand und deshalb habe ich diesen hier jetzt nicht eingezeichnet. Dann haben wir noch BASF, läuft jetzt hier an den EMA, an den SMA 200 ran. Gap-Potenzial wäre hier auch, wie gesprochen, bei 70, 60 noch drinnen, bevor es dann leicht nach unten geht und weiter durchstartet. Weil eben die einzelnen Chartbilder jetzt ja sehr großes Aufwärtspotenzial noch anzeigen, wäre eben für mich eben auch hier im DAX höhere Kursziele, aber wahrscheinlich eben auch hier ein kleiner Rücksetzer und dann höhere Kursziele eben möglich. Hier liegt natürlich noch bei 10.750 rund noch ein großes Gap vom Anfang des Jahres. Das könnte jetzt hier mittelfristig vielleicht noch im April eben das Ziel sein. Zu Adidas hat natürlich hier keine Short-Trigger-Marke erreicht und die Bayer läuft hier auch schön, eben auch schon gestern, schön Richtung 110. Bei den MDAX-Werten, die ich vorgestellt habe, sieht es ein bisschen anders aus. Fangen wir mit Zalando an. Gehen wir schnell durch. Die haben Zahlen präsentiert, wurden als negativ aufgefasst und kann sich jetzt hier nach oben robben. Das Kaufsignal lag eh hier oben, hält sich aber über der Unterstützungslinie. K&S kann leicht nur zulegen und kommt noch nicht, sage ich mal, in die Pushen. Eine Salzgitter hat jetzt hier auch nochmal ein Hoch erreicht, deswegen wäre es jetzt hier auch eine Aufwärtsbewegung, kann man hier fertig zählen. Und mit einem Rücksetzer dann auf die nächste Bewegung setzen. Allerdings, ja, Short würde ich jetzt hier auslassen. Eine Hypoport kommt nicht in Gang, aber hier liegt eben auch die Stop-Buy-Marke weiter oben. So, und zur Dürr, da liegt ein fettes Widerstandsband eben unter der 70 Euro-Marke. Da erreicht er jetzt gerade direkt wieder den EMA 200. Das sieht man mal, hier gab es einen Abprall hier und da darf man jetzt gespannt sein. Da jetzt eben dieses Signal jetzt nicht am Vormittag auslöst, hier wäre dann die Option schon gegeben, nur auf Schlusskursbasis das Signal dann zu handeln. Habe ich aber auch geschrieben, man muss hier noch auf das Volumen achten. Ja, bislang sieht es ja hier Xetra doch recht mau aus. Auch wenn natürlich der Tag recht kurz ist. Aber wenn jetzt hier schon ein Volumen, wenn das Volumen deutlich angestiegen wäre, könnte man eher davon ausgehen, dass ein Durchbruch direkt erfolgt. Und sonst wartet man wahrscheinlich noch. Das war's. Kurzes Fazit eben, die DAX-Aktien laufen besser als MDAX. Da wird erstmal das Geld also alles in den DAX geschoben und vielleicht anschließend dann in den MDAX. Danke fürs Zuhören, bis später.